Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke für die Einführung. Eine kleine Korrektur, es ist nicht ein Dutzend, es sind 44 Startup-Beteiligungen. Mehrere Dutzend. Ich gehe davon aus, dass die, die da sind, wach sind und zuhören können. Sollte ich trotzdem zu laut reden, geben Sie mir dämpfende Handzeichen bitte. Das Thema des Kongresses, als ich mir das angeschaut habe, Be a Game Changer, und mir die Tagesordnung angeschaut habe, war ich tatsächlich sehr beeindruckt. So viel Technologie und Innovation gibt es normalerweise nur im Startup-Umfeld, habe ich mir gedacht, auch was die Speaker betrifft. Be a Game Changer. Tatsächlich ist ja jedes Startup auch ein Game Changer. Und genau darüber, das ist das Hauptthema, worüber ich mit Ihnen reden werde, natürlich auch über Innovation, aber es werden vor allem zwei Begriffe sehr oft fallen, nämlich die Begriffe Startup und Business Angel. Damit Sie auch tatsächlich verstehen, was das ist, möchte ich die gerne am Anfang ein bisschen definieren. Was ist ein Startup? Ein Begriff, den es eigentlich vor 3-4 Jahren in Österreich kaum gegeben hat. Wahrscheinlich hat es 100 Leute gegeben, die den Begriff schon einmal gehört haben. Heute ist das anders, heute sind es zumindest schon ein paar Tausend. Ein Startup ist die Neugründung eines Unternehmens, aber natürlich ist nicht jede Neugründung eines Unternehmens ein Startup. Was sind die wesentlichen Faktoren, die ein neu gegründetes Unternehmen zu einem Startup machen? Erstens, ein hoher Grad an Innovation. Das heißt, ein bestehendes Geschäftsmodell wird deutlich verbessert oder im, unter Anführungszeichen, Idealfall sprechen wir sogar von einer Disruption, wenn ein Geschäftsmodell vollkommen ausgehebelt wird und durch das neue Geschäftsmodell ersetzt wird. Und der zweite Faktor ist, ein Startup muss man leicht skalieren können. Skalieren bedeutet, dass der Umsatz wachsen kann und die Kosten nicht im gleichen Ausmaß wachsen, und zwar in einer exponentiellen Kurve, das, was wir alle gern haben. Vielleicht noch ein dritter Faktor, der auch ganz wesentlich ist für Startups. Startups werden sehr oft von jungen Gründern gegründet. Warum das so ist? Weil junge Gründer sehr befreit sind von alten Strukturen. Sie haben noch nicht lange Jahre in alten Strukturen gelebt und gearbeitet und sind in ihrem Denken viel freier. Das heißt, sie können an Dinge herangehen und Lösungen finden für Sachen, von denen man geglaubt hat, dass man sie gar nicht lösen kann. Sehr oft passiert das im Startup-Bereich. Dafür fehlt ihnen auf der anderen Seite natürlich die Erfahrung. Ein, zwei Beispiele, was tatsächlich ein Startup ist, das genau diese Dinge erfüllt. Eines, das Sie wahrscheinlich alle kennen und das wahrscheinlich nicht Ihr größter Freund ist, Airbnb. Ohne jetzt da zu werten, Airbnb ist natürlich ein ganz tolles Startup, weil es genau diese Dinge erfüllt. Es ist extrem innovativ, es verbessert ein bestehendes Geschäftsmodell, vielleicht ersetzt es es in Teilbereichen sogar, und es ist ganz leicht skalierbar. Warum? Für Airbnb braucht man keine Hotels bauen, sondern die verwenden die bestehenden Hotels oder die bestehenden Wohnungen. Und das nennt man leichte Skalierbarkeit, hat sehr viel mit etwas zu tun, was man auch Sharing Economy bezeichnet. Dass Ressourcen, die es tatsächlich gibt, mehrfach verwendet werden. Auf dem basieren sehr, sehr viele Startups. Nicht nur auf neuer Technologie, sondern auch auf der Sharing Economy. Ein zweites Startup, vielleicht noch disruptiver, das Sie auch alle kennen, heißt Uber. Sie kennen es vielleicht davon, dass man davon spricht, dass man statt ein Taxi halt ein Uber verwendet. Und das ist ein bisschen günstiger und man kann das über die App buchen. Die Vision von Uber ist noch eine viel, viel größere. Die Vision von Uber geht dahin, dass man irgendwann einmal, und hier gibt es natürlich schon Proben, autonomes Fahren einführt. Und eigentlich die Anzahl unserer Fahrzeuge, die wir verwenden, insgesamt deutlich reduziert. Stellen Sie sich vor, dass wir in Österreich, ich glaube, ca. 4,8 Millionen Kraftfahrzeuge haben. Und im Durchschnitt wird jedes dieser Kraftfahrzeuge 4% der Zeit genutzt und 96% steht es still. Wenn es also eine ideale Software gibt, autonomes Fahren gibt, die Fahrzeuge in ganz kurzer Zeit dort sind, wo man sie haben will, und eventuell sogar noch Fahrten, wenn man das optimieren kann, wo jetzt einzelne Personen in Autos fahren, auch zusammenfahren können,
wären wir, so hat man das ausgerechnet, bei doppeltem und dreifachem Bedarf statt 4,8 Millionen würden wir nur 200.000 oder 300.000 Fahrzeuge brauchen in ganz Österreich. Das ist ein tatsächlich sehr, sehr ernsthaftes Ziel. Ob es genauso ausgeht, weiß ich nicht, aber es wird dahin gehen. Vor 2 Jahren, wenn man von autonomen Fahren gesprochen hat, haben die meisten Leute gesagt, autonomes Fahren, ja, das klingt gut, dass da kein Fahrer drinnen sitzt. Heute kann ich Ihnen sagen, autonomes Fahren, erstens gibt es schon, aber es wird es geben in ganz großem Ausmaß. Das ist nicht mehr verhinderbar. Das gibt es auf alle Fälle. Ob das jetzt 7 Jahre dauert oder 9 Jahre dauert oder 11 Jahre dauert, bis eine ganz hohe Marktdurchdringung da ist, weiß ich natürlich nicht, aber es wird es ganz sicher geben. Weil es so aufgelegt ist, dass das ein Geschäftsmodell ist, das funktioniert. Weil es so unglaublich viel billiger ist, wenn man sagt, statt 4,8 Millionen 200, 300, 400.000 Fahrzeuge. Was das für Konsequenzen hat auf Umweltfreundlichkeit, kann man sich natürlich ausrechnen, 10%, wenn es dann elektrische Autos sind, noch mehr. Denken Sie an die Parkraumbeschaffung. Man braucht eigentlich keine Parkgaragen mehr. Mit autonomen Fahren gibt es in der Innenstadt keine Parkgaragen mehr. Wozu? Das Ding kommt, holt dich ab und bringt dich irgendwo hin. Es wird unsere Welt verändern, genauso wie viele andere Dinge unsere Welt verändern werden, die mit Technologie und Game-Changing zu tun haben. Das ist also der Begriff Startup. Der zweite Begriff, den ich Ihnen gerne erklären möchte, ist der des Business Angels. Der Business Angel investiert Geld normalerweise, nicht immer, in meinem Fall immer. Es gibt auch Business Angels, die nicht Geld investieren, sondern nur ihre Zeit. Aber wenn er nur Geld investiert, wäre er ja nur ein Finanzinvestor, nur unter Anführungszeichen. Das ist durchaus auch sinnvoll und notwendig, dass Geld investiert wird in neue Technologie, weil das natürlich immer eine Hochrisikotechnologie ist. Aber der Business Angel bringt mehr ein. Er bringt genau das, was den meist jungen Gründern, die gut ausgebildet sind, die mit großer Leidenschaft an ihrem Projekt arbeiten, die normalerweise, vor allem in den Anfangsjahren, für sehr wenig Geld sehr viel Zeit arbeiten, die haben eigentlich alles, was ich als älterer Herr nicht habe, aber es fehlt ihnen die Erfahrung. Woher sollen sie die haben? Genau diese Erfahrung bringt der Business Angel ein. Er hilft den jungen Gründern dabei, ein paar Fehler nicht zu machen. Oder hilft ihnen dabei, aus Problemsituationen rauszukommen. Vielleicht den ersten großen Kunden mit zu besuchen. Die ersten paar Mitarbeiter aufzunehmen oder den ersten Mitarbeiter zu kündigen. Das sind alles schwierige Dinge für junge Leute, wenn sie es noch nie gemacht haben. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Startups, wenn jetzt ein solcher Business Angel dabei ist, ist unendlich viel höher, als wenn keiner dabei ist. Hat sich aus der Statistik gezeigt und lässt sich ableiten. Ich habe, wie ich vorher erwähnt habe, über 40 solche Startup-Beteiligungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie suche ich mir diese Bereiche aus? Schaue ich mir im Detail Businesspläne an und denke mir, boah, das sind aber ganz tolle Zahlen, die da rauskommen. Da kann man unglaublich viel Geld damit verdienen. Nein, natürlich nicht, so kann man das nicht machen. Der Businessplan ist spätestens 1 Monat später Schnee von gestern. Wie kann ein Startup, wo ein paar Leute ein paar Monate zusammengearbeitet haben, eine Idee haben, einen Zahlenplan über die nächsten Jahre machen, ist vollkommen unmöglich. Normalerweise oder sehr oft ist eigentlich 3 Jahre später das tatsächliche Produkt und die tatsächliche Art und Weise, wie die ihr Geld verdienen, ganz anders als der Plan, den ich gesehen habe zu Beginn. Was ist die Konsequenz aus dem? Es ist nicht wirklich wichtig, in welches Projekt man investiert. Es ist ausschließlich wichtig, in welche Leute man investiert. Ich investiere in Teams, nicht in Einzelpersonen. Das Team muss mir sympathisch sein, ganz wichtig. Wenn es mir nicht sympathisch ist, investiere ich nicht. Warum? Es gibt so viele Krisen im Startup-Leben. Es ist besser, das mit Leuten zu machen, die einem sympathisch sind, als wenn sie einem nicht sympathisch sind. Sie müssen natürlich entsprechende Fähigkeiten haben, am besten die Grunddinge abdecken. In einem technischen Startup sind das immer die 3 Silben. Du brauchst einen, der wirklich gut, ein wirklich guter Techniker ist, programmieren kann normalerweise, aber auch Menschen führen kann und andere dazu bringen, dass sie programmieren, auch ganz wichtig. Einer, der ein bisschen was von Zahlen versteht und unbedingt wichtig, einer, der überzeugen kann, Klammer ist gleich, verkaufen kann, ist für mich genau dasselbe. Ob du ein Produkt verkaufst
Ob du auf einer Bühne stehst und einen sogenannten Pitch machst vor einem Publikum oder vor Investoren, die zu überzeugen versuchst, in das Startup zu investieren, oder Mitarbeiter überzeugen, eine bestimmte Arbeit zu machen oder Kunden zu überzeugen, den Auftrag zu geben, ist im Prinzip genau dasselbe. Und einer von denen, zumindest einer von denen, muss für mich die Kapazität haben, dass ich ihm zutraue, das ist ein Unternehmer. Der hält das durch, der hat die Energie, da weiterzumachen, da durchzumachen, aufzustehen, wenn er niederfällt und auch 100 Mal, wenn es notwendig ist, und ist in der Lage, die anderen zu führen. Wenn ich ein solches Team finde, ist es natürlich cool, wenn die auch noch irgendein nettes Businessmodell haben. Aber im Prinzip, und habe ich auch schon gemacht, habe ich in solche Teams investiert, obwohl ich vom Businessmodell nicht überzeugt war. Ganz, ganz wichtig. So, warum gibt es so viele Startups? Sie haben gestern vor allem schon gehört, wir reden von der Digitalisierung. Ich möchte Ihnen meine eigene persönliche Meinung über die Digitalisierung sagen. Wir sind mittendrin und stehen ganz am Anfang. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Wenn man mich fragen würde, wie weit in der Digitalisierungswelle sind wir, würde ich sagen 2%, 3%, 4%. Und es wird immer schneller gehen. Durch meine vielen Startup-Beteiligungen beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag von in der Früh bis am Abend. Das ist mein Hauptjob, ich mache nichts anderes als Business Angel zu sein. Immer mit Innovation. Ich kriege sehr viel mit, was passiert, allerdings auf die Praxis angewendet. Die Praxis ist immer ein bisschen hinter dem, was man so von den Visionen hört, wo es hingeht. Aber auch die Praxis hat sich in den letzten Jahren ganz stark geändert. Viel von dem, was vor 3 Jahren Vision war, ist heute schon gang und gäbe. Ein Beispiel ist, viele von Ihnen werden wahrscheinlich die Firma Runtastic kennen, die österreichische Erfolgsgeschichte. Ich war dort investiert, der einzige Business Angel, und habe die auch zum Verkauf geführt. Die haben 2009 begonnen und sind auf 2 Megatrends gewesen. Der Megatrend war das sogenannte Self-Quantifying, also selber aufzeichnen, was man tut. Nur 2009 war das noch kein Megatrend. Da hat es den Begriff, glaube ich, noch gar nicht gegeben. So, dass man, wenn man laufen geht, möchte man sehen, wo man läuft und wie schnell man läuft und wie man sich verbessert und wer vielleicht dort nachläuft und wie man das über die Community und über Facebook teilt. Das war damals noch kein Megatrend. Sei es durch Zufall oder wie auch immer, sie waren genau auf dem. Und der zweite Megatrend, der damals auch noch nicht ein wirklicher Megatrend war, war Mobile. 2009 noch nicht, heute weiß jeder, das Smartphone kann unglaublich viele Dinge machen. Und dadurch, dass wir das Smartphone, das wir im Prinzip immer bei uns tragen, haben, eröffnen sich enorm viele Geschäftsmöglichkeiten. Runtastic hat genau diese 2 Trends erkannt und auf denen gearbeitet, und deswegen sind sie auch, Timing war sehr wichtig, damit groß geworden. Wie wird es weitergehen? Sie haben gestern, glaube ich, gehört über Artificial Intelligence. Eigentlich fast erschreckend, wenn man dazu hört, dass so in 10, 12 Jahren ungefähr Computer intelligenter sein werden als wir. Das weiß man in der Zwischenzeit. Man kann das wissenschaftlich belegen. Es gibt auch sehr viele Gefahren, aber auch sehr viele Möglichkeiten, die das eröffnet. Und was das bedeuten wird, letztendlich, können wir heute noch gar nicht abschätzen. Wir wissen nur, dass es dahin geht. Aber es wird natürlich nicht ein Punkt sein in 10 Jahren, hey, und jetzt gibt es Artificial Intelligence. Auf dem Weg dorthin wird es sehr viele Entwicklungsschritte geben, wo wir uns draufsetzen müssen, wo wir auch versuchen müssen, kleiner Game Changer zu sein. So ein ganz kleiner Hinweis in Richtung Artificial Intelligence ist übrigens, fällt mir gerade ein, vielleicht, wer von Ihnen hat den Begriff Chatbot schon gehört? 4 oder 5. Der Chatbot macht Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit einer Firma, Kundenservice, irgendein Problem und wollen dort mit einem Kundendienstmitarbeiter über Ihr Problem chatten. 80% der Fragen, die diese Kunden haben, sind immer dieselben Fragen. Der beantwortet sie immer gleich. Man kann sozusagen Antworten generieren und Algorithmen im Softwarebereich programmieren, die es erlauben, genau diese Antworten automatisch zu beantworten. Das macht ein sogenannter Chatbot. Das ist so ein kleiner Schritt in Richtung Artificial Intelligence. Es gibt Firmen, die haben 100 Mitarbeiter
im Kundenservice, die brauchen halt 80 oder 90 nicht mehr davon, wenn es einen Chatbot gibt. Ein Chatbot programmiert man einmal, das kostet 20.000 Euro und verbessert ihn hin und wieder und hat eine Möglichkeit, dem Kunden nicht nur in den Bürodienstzeiten, sondern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Antworten zu geben. Unglaublich, was das eigentlich bedeutet. Es gibt Branchen, wenn ich jetzt ein bisschen so über Branchen rede und vielleicht das eine oder andere Beispiel aus einem meiner Portfolio-Companies dazu erwähne, um Ihnen zu zeigen, was in anderen Branchen passiert. Und am Schluss habe ich mir dann noch überlegt, dazu komme ich danach, habe ich irgendwelche Startups, die mit dem Tourismus zu tun haben, so direkt nicht, aber 2, 3, wo ich mir das vorstellen kann, das werde ich Ihnen so als Ideenfindung dann am Schluss sagen. Die Branche, die unter der neuen Technologie und der digitalen Startups am schnellsten gelitten hat, obwohl es ganz, ganz lang gedauert hat und die jetzt ganz stark, ganz enorm stark unter den Konsequenzen zu leiden hat, ist die Verlags- und Medienbranche. Ungefähr seit Beginn dieses Jahres reden die Leute davon, naja, man kann Zeitung auch Internet lesen und iPad hat es damals noch nicht gegeben, aber Zeitungen wird es immer geben. Ich hab immer gesagt, Zeitungen wird es sicher nicht immer geben. Eine Zeitung ist eigentlich das Unwirtschaftlichste, was man sich vorstellen kann, auch vom Umweltproblem her. Stellen Sie sich vor, jeden Tag eine Tageszeitung, die mit Druckerschwärze bedruckt wird und am Abend weggeschmissen wird. Gibt es eigentlich was Schlimmeres? Die Zeitungen werden verschwinden und sie sind zum Großteil schon verschwunden. Natürlich gibt es immer noch ein paar. Die Verlags- und Medienbranche hat eine unglaubliche Umwälzung vor allem dadurch erfahren, dass das Geld, das im Online-Marktsegment ausgegeben wird, seit ungefähr 3 Jahren, glaube ich, deutlich mehr ist und immer mehr wird, als im Zeitungsanzeigenmarkt ausgegeben wird. Die Zeitung lebt nicht davon, dass sie 1 Euro kriegt, wenn man sie auf der Straße verkauft. Die Zeitung lebt im Durchschnitt davon, was ihre Werbekunden bezahlen und die zahlen halt immer weniger. Trotzdem gab es Leute, die das mit einer gewissen Vision vorhergesehen haben. Ich kenne zufällig einen Konzern, den norwegischen Medienkonzern Schibsted, der 1999 in einem epischen Vorstandsmeeting beschlossen hat, 1999 sich aus Print zurückzuziehen. Und 2004 haben sie ihre letzte Zeitung verkauft. Damals hat man noch Geld dafür gekriegt, die haben das sehr schlau gemacht. Sie nennen sich immer noch Medienkonzern und haben ein Konglomerat von 60 zum Großteil sehr profitablen Internetfirmen. Willhaben zum Beispiel gehört Ihnen zu einem guten Teil. Spock, die Flohmarkt-App, gehört Ihnen, daher kenne ich Sie, weil das war ein Startup, wo ich investiert war und das Sie mir freundlicherweise abgekauft haben. Die haben sich vorbereitet. Einige deutsche Medienkonzerne haben das auch gemacht. Springer macht ungefähr die Hälfte, aus Springer Sicht nur die Hälfte ihres Umsatzes mit Digitalprodukten, die andere mit Printprodukten, die Bild-Zeitung kennen Sie alle. Die Bild-Zeitung marschiert gerade so runter. Die Bild-Zeitung. Jeder Urlaub, Bild-Zeitung wird zu hunderttausende Millionen mal verkauft. Nicht mehr so arg lang, glaube ich. Aber immerhin, die Hälfte machen sie digital, Holzbrink ähnlich. Viele andere Verlage haben das total verschlafen. Die leben von der Substanz und wundern sich, dass die Marketingerträge und Werbeerträge immer geringer werden und irgendwann wird es halt nicht mehr ausgehen. Das ist das Sterben einer Branche, beziehungsweise eine totale Änderung dieser Branche. Ich möchte über ein paar andere Branchen mit Ihnen noch reden, nur als Beispiel, damit es nicht zu lang wird. Fintech haben Sie sicher schon gehört. Da geht es den Banken an den Kragen. Es gibt weltweit ca. 7000 Startups, die sich mit Fintech beschäftigen. Das heißt, die greifen auf irgendeine Art und Weise das Geschäftsmodell von Banken an. Nicht das gesamte, nicht den gesamten Bankbereich, sondern die suchen sich irgendwas aus dem Bankbereich heraus und dort machen sie irgendwas schneller, besser, billiger, effizienter. Einige gibt es, die schon extrem erfolgreich sind. Andere könnten das sein. Warum sind sie es noch nicht? Aus einem ganz einfachen Grund. Viele Jahre lang haben sich die Banken immer wieder darüber beschwert, dass sie ja so viele Regulatorien haben, das ist ihr Schutz. Gäbe es die Regulatorien nicht, die zum Teil natürlich sehr wichtig sind, keine Frage, aber gäbe es die Regulatorien nicht, würde der Großteil der europäischen Banken zusperren müssen.
weil die Startups den Großteil ihres Geschäftes bereits besser, schneller, effizienter und billiger abwickeln können. Das muss man sich einmal vorstellen. Versicherungsbranche, gibt es auch Regulatorien, ein bisschen weniger. Ah ja, zu Fintech möchte ich noch sagen, da habe ich ein Startup, deswegen habe ich es erwähnt, das heißt Cashpresso. Kennt das zufällig jemand von Ihnen? Na, immerhin ein paar. Wir haben erst vor 3 Monaten gelauncht, ist ein sehr interessantes Startup. Wir bieten über eine App die Möglichkeit an, einem Kunden innerhalb von 7 Minuten einen Überziehungsrahmen bis zu 1.500 Euro zu geben. Innerhalb von 7 Minuten erfolgt ein Online-Check. Da gibt es einen Ausweis ein, der macht einen einminütigen Skype-Call mit einem Mitarbeiter dort, um die Person auch genau zu identifizieren. Es wird sein Social-Media-Profil abgefragt, es werden die Kreditdatenbanken abgefragt und nach 7 Minuten hat er die Antwort, du hast jetzt sofort am Handy bis zu 1.500 Euro zur Verfügung. Wenn du das einer Bank erzählst, die fallen vom Sessel. Es funktioniert super. Wir haben also vor 4 Monaten gelauncht und bereits mehrere Millionen Kreditvolumen rausgegeben. Versicherung, auch da habe ich ein Startup, das Startup heißt Durchblicker, das werden wahrscheinlich mehr von Ihnen kennen. Durchblicker macht Versicherungsvergleiche. Auch die Versicherungsbranche ist sehr in alten Strukturen verhangen, überhaupt in Österreich. In Österreich zahlen wir mit zu den höchsten Versicherungsprämien für alles, die es in Europa gibt. Das ist ein sehr geschützter Bereich, wo es Player gibt, die also ganz stark darauf aufpassen, dass da nichts rausgeht. Und wir haben noch das Geschäftsmodell in Österreich, das es in vielen anderen europäischen Ländern nicht mehr gibt. Die großen Versicherungen bei uns hat jeder von denen so 2.000, 3.000 angestellte Versicherungsmakler. Und die müssen natürlich bezahlt werden und deswegen sind Versicherungen teuer. In anderen Ländern verkauft man nicht über Versicherungsmakler, sondern wird viel, viel mehr online verkauft. Am weitesten ist da in Europa UK, die sind online sowieso weiter. Das Online ist auch für Sie wichtig, da Österreich ist grundsätzlich noch nicht sehr online-affin. In UK werden 70% aller Versicherungen online abgeschlossen, davon die Hälfte über sogenannte Vergleichsportale, wie Durchblicker eines ist, die andere Hälfte von den Versicherungen direkt online. Und von diesen Vergleichsportalen sind 3 an der Londoner Börse notiert mit Werten über 300, 400, 500 Millionen Euro. In Deutschland, da gibt es Check24, das werden viele von Ihnen kennen, Verifox, 2 große Player, etwa 25-30% der Versicherungen in Deutschland werden online abgeschlossen, teilen sich diese 2 Player. In Österreich gibt es nur Durchblicker, da bin ich sehr froh drüber, wir sind praktisch alleine auf diesem Markt. Leider schließen nur 3,5% der Österreicher online ihre Versicherungen ab, weil sich die Versicherungen sehr stark dagegen wehren und gar keine Produkte anbieten, die man online abschließen kann, zumindest die großen nicht. Wird sich sicher ändern. Im Gesundheitsbereich, ich habe lange Jahre in der Pharmabranche gearbeitet, da habe ich einige Startups, Diagnosia, Juno, Fertilitätstests für Frauen, Rantastic natürlich, Kiveno, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, die man zu Hause machen kann und jetzt auch ein spanisches Startup für Gesundheit, spezifische intime Gesundheitsprobleme von Frauen. Und MySugar, über das möchte ich ein bisschen näher reden, das ist eine Diabetes-Software, eine App, mit der ein Typ 1-Diabetiker seinen Diabetes kontrollieren kann. War für mich so der Idealfall eines Investments. Ich liebe es sehr, in Startups zu investieren, wo die Gründer ein Problem lösen, das sie selber haben. Weil das ist das Problem, das man mit der größten Leidenschaft löst und wo man am längsten dran bleibt. Und 3 Typ 1-Diabetiker haben gesagt, hey, Typ 1 Diabetes ist eine Krankheit, wenn man sie nicht behandelt, sich nicht regelmäßig Insulin zuführt, man eigentlich innerhalb von 48 Stunden tot ist. Das muss man sich einmal so vor Augen halten. Tot. Und wenn man sich regelmäßig behandelt, wenn man seinen Zuckerspiegel kontrolliert, das heißt den Zuckerhaushalt mit Insulin richtig regelt, was davon abhängt, wie man sich bewegt und was man isst, und zwar möglichst im Vorhinein wissen sollte, kann man ein vollkommen normales Leben führen, wie jeder andere auch. Das macht also einen Riesenunterschied. Ohne Smartphone gäbe es das nicht. Das Smartphone tragen wir immer bei uns. Das Smartphone weiß, wo wir sind, wie wir uns bewegen, wie schnell wir gehen, was wir machen. Mit dem Smartphone zeichne ich auf, was ich esse. Und am Smartphone werden die Zuckerwerte und die Insulinwerte automatisch via Bluetooth übertragen. Können Sie sich vorstellen, was das für einen Typ 1-Diabetiker bedeutet?
Das bedeutet eine unglaubliche Erhöhung seiner Lebensqualität. Das Startup ist auch international schon sehr erfolgreich, hat ca. 1 Million Typ 1 Diabetiker, die das international verwenden, und ist gerade dabei, nach USA zu übersiedeln, weil der Markt dort etwas besser und größer ist. Warum? Weil die tatsächlichen, es ist eigentlich ein B2B-Business, es geht vor allem um große Versicherungen, die ihren Diabetikern diese App sozusagen mehr oder weniger aufzwingen, weil sie sagen, hey, du solltest diese App verwenden, weil dann bist du gesünder und ich muss am Schluss weniger für dich ausgeben. Der sogenannte Vorsorgegedanke, der kommt ja ganz, ganz stark. Gesundheitsmarkt ist übrigens auch ein riesen Game-Changing-Markt. Es wird zum ersten Mal in der Geschichte einen, die Amerikaner sagen, Trillionenmarkt, bei uns ist es nur ein Billionenmarkt, einen Billionenmarkt geben. In den USA werden insgesamt 3 Billionen Euro pro Jahr im Gesundheitsbereich ausgegeben. Also wenn man alles zusammennimmt, Spitäler, Ärzte, Pflege, alles was mit und Medikamente, alles was mit Gesundheit zu tun hat, 3 Billionen. Und zwar ein knappes Drittel für Vorsorge und 2 Drittel für Therapie. Das wird sich ändern, das weiß man aus allen Studien. Es wird von 1:2 auf 2:1 gehen. Es wird mehr für Vorsorge ausgegeben, weil das insgesamt natürlich deutlich billiger ist. Vorsorge ist immer billiger als Therapie. Die amerikanischen Versicherungen, trotz Wegfall von Obamacare, haben das viel schneller durchschaut als bei uns in Europa. Bei uns in Europa braucht man da noch ein bisschen, um das zu machen. Die sind da ganz, ganz weit vorne, weil es also sehr privat geführte Versicherungen sind, die auf die Wirtschaftlichkeit schauen, und die haben erkannt, dass es besser ist, den Leuten vorher zu sagen, was sie tun sollten und wie sie sich behandeln sollten und Vorsorge treffen sollten, statt dass sie dann sozusagen viel Geld dafür, für die Therapie ausgeben müssen. Ich habe ein Zeitzeichen bekommen, daher lasse ich 2 Dinge aus und komme zu den 3 Startups, von denen ich glaube, dass sie vielleicht für Sie ein bisschen von Interesse sein könnten. Eines, wo ich erst vor kurzer Zeit eingestiegen bin, das Startup heißt Waitation, für Messen und Kongresse, also auch für große Hotels, die Kongresse und ähnliches veranstalten, die machen Folgendes. Wenn Sie sich vorstellen, auf diesem Badge, das man bei einer Messe oder bei einem Kongress immer kriegt, gibt man so ein kleines Ding dazu, das mit Bluetooth ausgestattet ist. Und Sie können von allen Leuten, die auf einer Messe herumgehen, verfolgen, wie sich die Leute bewegen, wie lang die bei welchem Messestand sind, wie lang die bei welchem Vortrag sind, wann die wieder rausgehen, welcher der interessanteste ist, welcher Messestand der attraktivste ist und einiges mehr. Wir haben das bei der Messe Wien jetzt fix installiert. Die Leute, die Aussteller, die auf der Messe Wien Messestand buchen und dort was machen, haben die Möglichkeit, das optional dazu zu buchen. Und das ist natürlich eine gigantische Information. Zu wissen nach 3 Tagen oder einer Woche Messe, wie viele Leute waren ungefähr bei mir, wo waren mehr Leute, warum, von wo sind die hergekommen zu mir. Alle diese Ströme, da gibt es ja eine Software dahinter, die man parametrisieren kann und die das wunderbar auswertet. Ist also so ein bisschen in ihre Richtung. Das zweite ist Busuu, die größte Online-Sprachenlernplattform der Welt, sitzt in London, hat 70 Millionen registrierte User. Sprachenlernen ist natürlich eine ideale Sache, um das online zu machen. Was braucht man zum Sprachenlernen? Man braucht die Grammatikmodule, man braucht jemanden, der das ausbessert und verbessert, und man sollte möglichst mit Natural Speakern sprechen, logischerweise. Das macht man am besten, wenn man im Land ist, aber das ist halt teuer. Das kann man dadurch viel besser machen, indem man online seine Aufgaben macht und von einer Community. Ich lerne Italienisch, ein Italiener lernt Deutsch. Ich stelle eine Aufgabe rein und innerhalb von 5 Minuten sind 7 Leute, die mir das korrigieren. Und dann gibt es irgendwelche Leute, mit denen ich mich gut verstehe, gibt auch einen leichten Flirtfaktor dabei natürlich, und mit denen fange ich an zu chatten, und mit denen kann ich dann auch Videochat machen und mit denen tatsächlich mit Natural Speakern Sprachen lernen. Ist etwas, was man durchaus vorstellen kann, was man in Hotels einbinden, anbinden kann, für ausländische Gäste durchaus was Interessantes. Und das letzte ist noch Journey, auch ein neues Investment von mir, das Fototagebücher von Reisen erstellt. Das heißt, man weiß ja, das Smartphone weiß immer, wo man ist, wenn man es einstellt. Dort, wo man reist, weiß man, da hat, bei dieser Reise habe ich bestimmte Fotos gemacht. Eventuell kann man einzelne Hotels anbinden, wo Fotos von den Hotels dazugespielt werden. Gleichzeitig auch eine relativ kostengünstige Marketingaktion. Und dieses Reisetagebuch wird mit einer großen Community geshared und kann auch ausgedruckt werden. Auch eine ganz interessante Sache.
Ich komme jetzt schon langsam zum Schluss. Ich könnte noch viel erzählen. Ich glaube, es sind noch 40 andere Startups, über die Geschichten erzählen könnte. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wir brauchen sehr viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Zukunft. Sonst werden das einfach viele Leute nicht erpacken. Das ist auch ein großes soziales Problem. In den Vereinigten Staaten habe ich vor kurzem gehört, ist nicht unlogisch, gibt es 80 Millionen Amerikaner mit einem IQ unter 85. Ist nicht unlogisch, ist ein Fakt, keine Wertigkeit. Durchschnittliche IQ ist 100, natürlich gibt es Leute, die drunter und Leute, die drüber sind. Die sind nur für manuelle Tätigkeiten geeignet, 80 Millionen Amerikaner. Die fahren einen Truck und die arbeiten in einer Fabrik. Diese Jobs gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Das ist eine soziale Bombe, das muss man sich einmal vorstellen. Diejenigen von uns, die sich das leisten können, darüber nachzudenken, flexibel zu sein, auch an unsere und ihre Kinder zu denken, Flexibilität in der Ausbildung, auch ein riesengroßes Thema, über das ich lange reden könnte, ist ganz, ganz gefragt. Wenn Sie Kinder haben, sorgen Sie dafür, dass Sie wirklich gut Englisch können, sorgen Sie dafür, dass Sie die Grundlagen des Codens, des Programmierens lernen und sorgen Sie dafür, dass Sie ein selbstbewusstes Auftreten haben und das auch üben. Solche Dinge kann man lernen. Das sind genau die Eigenschaften, die wir in der Zukunft brauchen. Um noch einmal auf das Motto zurückzukommen, be a game changer. Ja, Game Changer ist wichtig, aber nicht jeder kann ein Game Changer sein. Wir brauchen auch gar nicht so viele Game Changer. Nämlich der zweite Satz, es gibt viel zu viele Follower. Da würde ich sagen, es kann durchaus schlau sein, ein Follower zu sein, aber einer, der das schnell macht und der dem Richtigen folgt. Mit dem möchte ich abschließen. Dankeschön.